bisschen leiser sein. Ach, Menno, Lisa, jetzt sei doch nicht immer so streng. In 5 Tagen ist das Tina Turner-Konzert. Ja! Und wer wird dabei sein? Dritte Reihe, Mitte. Bei das Konzert des Jahres Tina 2000? Ja! Oh, 2000 ist sie doch schon so alt. Oh, Lisa, Tina ist gerade mal Anfang irgendwas und sieht fantastisch aus. Und dann diese Beine. Oh ja, die Beine, solche Beine. Oh ja, die Beine. Und dann gleich 2 davon. Zeig mir unsere Karten, ich muss sie noch mal küssen. Wieso, die hast du doch. Was redst du denn da? Hör mal, wie kann man denn überhaupt auf Tina Turner stehen? Die ist doch total... out. Aber die Beine, solche Beine, nicht? Und dann hat sie einen primitiven Ehemann überstanden und eine großartige Karriere gemacht. Ja, das hat Verona Feldbusch auch und trotzdem bin ich kein Fan. Naja, tanzt mal schön weiter, aber passt auf, dass ihr euch keinen Oberschenkelhalsbruch holt. Hm? Also die Feldbusch würde ich ja genauso wenig von der Bettkante schubsen wie Tina. Natürlich hat Tina 50 Jahre mehr Erfahrung. Aber so lange muss sie ja Gott sei Dank nicht mehr warten. 4-mal werden wir noch wach. Heißer, dann ist Tina Tag. Ja! Fröhlich, Vater. Ja, aber immer. Aber warum habt ihr euch einen Muff auf den Kopf gesetzt? Ludwig, das ist doch kein Muff. Das sind Perücken. Wo habt denn die vielen Haare her? Coco, hast du dir die Beine rasiert? Vater, das sind Tina Turner Perücken. Ja, als ob ich das nicht wüsste. Deine Mutter und ich waren schon vor 40 Jahren in einem ihrer Konzerte. Nein. Sie spielt wundervoll Trompete. Du meinst damals, als sie noch auf den Spitznamen Satchmo hörte, ein Mann war und mit vollem Namen Louis Armstrong hieß? Genau. Vater ist so lustig und das schon seit Tagen. Er freut sich immer noch darüber, dass er seinem ehemaligen Chef mal ordentlich die Meinung gesagt hat. Dem alten Schulze-Tönen? Naja, wem denn sonst? Es fielen harte, aber ehrliche Worte. Zum Beispiel? Volltrottel, Depp, Ausbeuter, Griesgram, Mistkerl, Sadist, Menschenhändler. Hab ich doch was vergessen, Vater? An Angestellten, Albtraum, Prokuristen, Peiniger, Bilanzbestie, Geißel der Menschheit. Das war's. Nein, noch... Nagel zu meinem Sarg. Na, wollen wir mal sehen, was es Neues in der Welt gibt. Außer, dass in 5 Tagen unser Tina-Konzert ist. Oh, ich glaube, ich gehe hinterher in ihre Garderobe. 4-mal werden wir noch wach. Heißer, dann leg ich Tina flach. Das glaub ich jetzt nicht. Ja, warum denn nicht? Manche Frauen entdecken erst nach der Menopause ihre wirkliche sexuelle Präferenz. Schulze Tönis ist tot. Ja, Vater, das ist ja wohl jetzt eher Wunschdenken, nicht? Ja, was, hier steht seine Todesanzeige. Das muss jemand anderer sein. Schulze ist ein häufiger Name. Ja, und Tönis erst und dann in der Kombination. Steht denn da warum? Ein liebes Herz hat aufgehört zu schlagen, ein schneller Tod mit Namen Herzversagen. Also von Goethe ist das nicht? Nee, eher von Wilhelm Busch. Wilhelm Nattbusch? Das ist doch nicht möglich. Der war doch noch so rüstig. Wieso denn so plötzlich? Ja, vielleicht waren deine wüsten Beschimpfungen doch zu viel für ihn. Ich sage nur Griesgram, nicht? Sowas kann einem doch ganz schön zu Herzen gehen. Was meinst du etwa? Sein Tod hat etwas mit unserem Streit zu tun? Nein, das meint Lukas doch nicht. Nein, Vater, das meine ich doch nicht. War ein schlechter Scherz. Ludwig, Sie wissen doch, als Gott Lukas Taktgefühl geben wollte, da sagte Lukas, nein, danke, ich tanze nicht. Nein, 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 ich hab schon verstanden. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Na, Vater, ehrlich, ich hab das nicht so gemeint. Gott, bei so einem plötzlichen Tod, da macht man doch automatisch schlechte Witze. Ich nicht. Was sagt die Sekretärin, wenn der Chef stirbt? Endlich liegt er mal unten. Haha. Apropos liegen. Wo sind denn eigentlich unsere Tina-Karten? Die hast du doch. Ich? Wieso? Ich hab die nicht. Wie kommst du da drauf? Naja, du hast sie mir 2-mal gegeben, aber dann habe ich sie dir wiedergegeben und du hast sie mit nach Haus genommen. Glaub ich. Glaubst du?
Na gut, dann schaue ich zu Hause noch mal nach. Aber ich sage dir, wenn du die Karten verschlappt hast, dann bringe ich dich um. Und das wird kein schöner, schneller Tod. Was hast du denn vor? Willst du für mich kochen? Guten Morgen, lieber Vater. Geht's dir wieder besser? Appetit? Was willst du? 6 Brötchen, 3 Eier, 4 Knochenschinken? Lukas. Ach, ich meine, du warst schließlich nicht bei Schulze Tönes Leichenschmaus. Mir geht es heute nicht gut. Ich bin fest davon überzeugt, dass Schulze Tönes nur wegen unserer Auseinandersetzung gestorben ist. Vater, wenn Worte töten könnten, wäre jede Familienfeier ein Massengrab. Versuche ich mich zu trösten. Ich habe heute Morgen um 5 Uhr seine Witwe angerufen. Das wird sie auch nicht fröhlicher gestimmt haben. Ingelore Schulze Tönes. Er muss nach meiner Pensionierung noch mal geheiratet haben. Was lässt du dich auch pensionieren? Tja, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Oh, Vater! Ich habe ihr gesagt, wenn sie etwas braucht, ich bin immer für sie da. Da bist du ja. Sitzt da, feist und ausgeschlafen, während ich die ganze Nacht die Tina-Karten gesucht habe. Siehst du, da kommen 2 fröhliche Menschen herein, die heitern uns auf. Ich bin nicht fröhlich, ich habe meine Tage. Ja, das kenne ich. Ich mach auf. Also, Coco, du hast die ganze Nacht gesucht. Wo sind denn dann unsere Karten, wenn ich fragen darf? Ich hatte dir die Karten gegeben und du hast versprochen, sie aufzubewahren. Aber ein Versprechen war dir ja noch nie viel wert. Ich sage nur, Wenke Mürre. Das glaube ich doch nicht, dass du das jetzt wieder ausgräbst. Das ist doch über 30 Jahre her. Hier heißt mittlerweile Wenke Mürre. Ich hatte dir das Autogramm zum Durchpausen gegeben und du hast versprochen, es mir am nächsten Tag wieder zurückzubringen. Wie oft noch? Unser Hund hat es gefressen. Wieso sollte ein Hund ein Autogramm fressen? Vielleicht, weil er Wenke-Fan war. Vielleicht, weil er steht im Tor bellen konnte. Was weiß ich. Vielleicht, weil mein bester Freund nie auf etwas aufpassen kann, das nicht ihm gehört. Papi Coco, Schluss jetzt. Benehmt euch endlich mal wie erwachsene Menschen. Okay. Okay, danke. Weißt du, du bist so doof. Und du erst. Bäh. Bäh. Kommt ihr mal eben, wir haben Besuch. Und nochmals, bäh. Deine Zunge ist belegter als dein Brötchen. Und das will was heißen. Darf ich vorstellen, mein Sohn Lukas, seine Freundin Coco, meine Enkelin Lisa, Frau Ingelore Schulze Tönes, die Witwe meines verstorbenen Arbeitgebers. Oh, mein herzlichstes Beileid. Von mir auch. Und von mir erst. Ludwig hat immer sehr viel Besonderes von ihrem Mann erzählt. Ja, schon gut, Coco, schon gut. Frau Schulze Tönes weiß alles über mein schwieriges Verhältnis zu ihrem Mann. Ja, das stimmt. Aber nennen Sie mich doch bitte Ingelore. In einer solchen Situation sollten wir alle versuchen, ehrlich und vor allem stark zu sein. Oh, bitte darf ich mich setzen. Ich fühle mich doch noch sehr schwach. Aber selbstverständlich. Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Verzeihen Sie bitte. Nein, Sie müssen mir verzeihen. Ich wusste doch nicht, dass er unseren kleinen Streit so ernst nimmt. Wenn ich gewusst hätte, wie sehr er sich das zu Herzen nehmen würde, zu seinem kranken, angegriffenen, infarktiösen Herzen. Was mein Vater in seiner liebenswert direkten Art sagen will, ist, dass ihm alles schrecklich leid tut. Ja, das weiß ich doch. Deswegen bin ich ja auch hier. Sie sind so ein feiner Mensch. Schrecklich, dass ausgerechnet Sie mit seinem Tod so tragisch verknüpft sind. Ja, ich mache mir solche Vorwürfe. Aufgeduftet. Es ist absolut verständlich, dass Sie sich Vorwürfe machen. Auf der anderen Seite, was heißt schon Schuld? Nicht nur, Vater. Frau Schulze-Tönes sieht das genauso wie ich. Niemand spricht hier von Schuld. Vor allem deshalb nicht, weil man ja dann keine Nacht mehr ruhig schlafen könnte. Ja, hätte ich nur was Freundliches gesagt, aber es fiel mir eigentlich überhaupt nichts ein. Sie sagen es. Nach dem Streit mit Ihnen war er nicht mehr derselbe. Er war ja dann auch tot. Lisa! Willst du nicht für unseren lieben Gast eine Tasse Kaffee machen?
Was kann ich denn nur tun? Ich kann das doch nie wieder gut machen. Zumindest nicht am Toten. Möchten Sie vielleicht auch ein Brötchen? Aufgetoastet? Nein, danke. Dann würde ich doch viel lieber in mein Stammcafé zum Brunch. Das Café am Dom. Oh, das ist aber ein teures Vergnügen. Naja, aber was spielt Geld schon für eine Rolle unter solchen Umständen? Ich hol nur meine Jacke. Ich hoffe, ich habe Sie nicht bei irgendetwas gestört. Außer beim Essen. Aber nein, nein, nein. Wir sprachen nur gerade über... Konzertkarten. Wo sind die Karten? Jetzt lass uns doch nicht streiten. Wir werden sie schon noch finden. Darf ich fragen, für welches Konzert? Tina Turner. Tina Turner? Na, da wollte ich doch unbedingt auch hin, aber es ist total ausverkauft. Außerdem würde ich unter diesen Umständen auch gar nicht hingehen können. Ich bin dann soweit. Darf ich bitten, Ingelore? Reizend. Ludwig. Ich hoffe, Sie finden Ihre Karten bald wieder. Ich drücke Ihnen beide Däumchen. Ich verstecke ja immer alles in Vasen. Auch Blumen? Gehen wir? In Vasen? Weißt du, ganz wichtige Dinge verstecke ich immer besonders gut. Nach einem bestimmten System. Tina-Karten. Also TK. Tiefkühl. Vielleicht habe ich sie eingefroren. Ja. Natürlich immer gesetzt den Fall ist, dass du sie nicht doch bei dir zu Hause hast. Ich komme sofort, Ludwig. Ich habe nur mein Taschentuch liegen gelassen. Oh, eine Vase. Sag ich doch. Tina 2000! Ja, ihr Lieben, jetzt hilft auch kein Däumchen drücken mehr. Komme. Also gut. Sie waren nicht im Tiefkühlfach. Aber das bedeutet gar nichts. Hast du überhaupt schon in der Vase nachgesehen? Vase, so ein Quatsch. Wofür soll denn Vase stehen? V wie Vorverkauf? V wie vielleicht, V wie fair price. Hm? Leer. V wie vergiss es. Lukas, wir haben jetzt das ganze Alphabet dreimal komplett durch. Auch die Umlaute. Aber ich habe doch noch dieses Zahlensystem. Also manchmal. Warte mal. Tina hat 4 Buchstaben. Was hat noch 4 Buchstaben? Vase. Nee, Herd. Ich guck noch mal im Herd nach. Ofen. Heiß. Lukas. Wie, du bist ja schon wieder umgezogen. Du kommst doch gerade erst aus dem Café am Dom. Ja, stell dir vor, beim Brunch war sie noch recht munter. Sie hat unglaublich viel gegessen. Kaum war das Buffet leer, wurde sie wieder depressiv. Deshalb werde ich mich heute Abend um sie kümmern. Im Restaurant Medici. Was? Dieser 2-Sterne-Fresstempel? Da lässt man doch pro Nase mindestens 200 Mark. Ja, ich weiß. Aber ich werde bei Ingelore nicht sparen. Sie hat so viel mitgemacht. Und wenn ich nicht mit ihm gestritten hätte... Außerdem nehme ich nur eine Vorspeise. Ah. Ich erzähle, ich habe was am Magen. Oh, Opa, du siehst ja schick aus. Ja, er geht mit Ingelore heute Abend ins Medici. Na, das ist ja mal eine lustige Witwe. Frisst die Trauer ganz schön in sich rein. Lisa, bitte! Ingelore ist eine Frau mit Stil. Sie lässt sich ihre Trauer eben nicht anmerken. Oh, das wird sie sein. Lisa, bitte mach auf. Lukas, guck mal, ich habe hier so einen Fleck. Kannst du mir den noch wegmachen? Sieht aus wie ein Altersfleck. Müssen wir wohl weglasern. Guten Abend, Kind. Guten Abend, Frau. Nettes Dola. Die hat mich auch einiges gekostet. Das glaub ich. Ist die echt? Natürlich ist die echt. Dann hat sie die Nerze auch viel gekostet. Zum Beispiel das Leben. Wie wäre es, wenn du dich um deine eigenen Angelegenheiten kümmern würdest? Außerdem bitte ich um ein bisschen mehr Pietät. Schließlich bin ich in Trauer. Naja, zumindest ihre Absichten sind traurig. Meinen Sie, ich hätte ihre Show heute Morgen geglaubt? Das ist mir sowas von egal, was du glaubst, du. Pipi-Mädchen. Ludwig! Ingelore. Ach, Ludwig, Sie haben ja eine reizende Enkelin. Opa, kann ich dich mal ganz kurz sprechen? Nicht jetzt, Lisa, nicht jetzt. Schön, dass Sie da sind, Ingelore. Und wie schön Sie aussehen. Ja, der reinste Nerzinfarkt. Lisa, ich bin... Was hat sie denn? Teenager. Von einem Hormonschub zum nächsten. Ach. Lukas, wissen Sie, was sie eben im Flur zu mir gesagt hat?
Tiermörderin. Ach. Dabei ist dieser Pelz reine Kunstfaser. Das ist aber täuschend echt gemacht. Ja. Sagen Sie, was ist denn eigentlich aus Ihren Karten geworden? Wir suchen schon seit Stunden. Können wir gehen? Ich bin fertig. Sagen Sie, finden Sie, dass diese Krawatte passt? Grün ist die Hoffnung. Und mir ist doch so gar keine Hoffnung mehr geblieben. Ja, ich zieh mich um. Ich zieh mich sofort um. Das ist aber auch wirklich zu dumm mit den Karten. Wer hatte sie denn zuletzt? Ja, das wissen wir eben nicht mehr. Ich meine, es war Coco. Soll ich Ihnen ein Geheimnis verraten? Frauen geben nie zu, wenn sie schuld sind. Außerdem sehen Sie doch gar nicht so aus wie der zerstreute Typ. Coco behauptet, ich würde schon immer alles verlieren. Seit unserer Schulzeit. Ach, Frauen können so nachtragend sein. Was war es denn damals? Ein Autogramm von Wenke Möhre. Ein Autogramm von Wenke Möhre. Also wegen einer solchen Lappalie sollten Sie sich nicht so anblaffen lassen. Also ich habe mir jetzt einen Kaffee gemacht. Glaub nicht, dass ich dir einen Kaffee gemacht habe. Oh, hallo, Frau Schulze-Tönis. Sie auch einen Kaffee? Gerne, ohne Zucker. Aber haben Sie Sahne? Ich weiß nicht wo. Wahrscheinlich hatte jemand verlegt. Ich nicht. Ich weiß natürlich, wo die Sahne ist. Und was du für ein Mensch bist. Also das ist wirklich zu dumm mit den Karten. Wer hatte sie denn zuletzt? Das wissen wir eben nicht mehr. Ich meine, es war Lukas. Soll ich Ihnen ein Geheimnis anvertrauen? Männer geben nie zu, wenn sie schuld sind. Außerdem sehen Sie doch gar nicht aus wie der zerstreute Typ. Ach, das bin ich auch gar nicht. Aber Lukas verliert schon immer Sachen, seit unserer Schulzeit. Tja, manche Menschen ändern sich nie. Was war es denn damals? Ein Autogramm von Wenke Möhre. Ein Autogramm von der Wenke Möhre? Na, sowas bedeutet einem doch was als Kind. Also ich an ihrer Stelle würde da nicht nachgeben. So, hier ist die Sahne. Und damit du es nur weißt, Dumpfbacke Weber, die Sache mit dem Autogramm ist längst verjährt. Und vielleicht sollte Blödmann Lenz lieber einmal zugeben, dass er die Karten verschlampt hat. Aber bitte, bitte, meine Lieben, keinen Streich. Auch wenn diese unersetzlichen Karten für immer weg sind. Und wer hat sie verloren? Lukas Lenz mit dem Amöbengedächtnis! Besser kein Gedächtnis als der ewige Kalender von Coco Weber! Was steht denn da noch drin? Ich bin heute 3 geworden! Der doofe Lukas hat mir auf die Torte gepupst! Sie konnten mit 3 schon schreiben? Und Lukas konnte mit 3 schon pupsen! Du bist wirklich eine nachtragende Kuh! Und du bist ein schlampiger Ochse! Aber Kinder, so viele böse Worte nur wegen eines Popkonzertes! Na, so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Auch wenn man munkelt. Gut, es war Ihre Abschiedstournee. Ah! Oh, du Miststück! Jetzt kommt der gute alte Schwitzkasten! Und unser Hund, der konnte dich auch nie leiden! Der hat immer heimlich in den Schulranzen gepinkelt! Ich bin fertig. Können wir gehen? Wo sind die Karten? Und Wenke Möhre ist doch sowieso scheiße! Wir sollten gehen. Was ist denn hier los? Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Nichts Wichtiges. Ihnen auch noch einen schönen Abend. Ich will zu dir. Meinst du? Ich nicht. Warte! Ich habe noch dieses Farbsystem. Die Karten waren orange. Orange. Wie die Vase. Papi, jetzt lächel doch mal wieder. Ich war extra mit dir bei Roncalli. Und wie nett du aussiehst. Ja. 3-mal ist der Clown zu mir gekommen. Coco mag Clowns. Ich hab dir doch gesagt, dass du heute 2 Namen nicht nennen sollst. Nicht am Tag des Konzerts. Des Tina Turner Konzerts. Das war der 2. Name. Und was ist denn mit dem Namen Ingelore das Luder? Ach, Lisa, ich hab's dir doch bereits gesagt. Du bildest dir das ein. Auf mich macht diese Frau trotz ihres schweren Verlustes einen sehr tapferen Eindruck. Ja, den macht Leni Riefenstahl auch. Und die hat nicht nur einen geliebten Menschen verloren, sondern sogar einen Führer. Ach, bitte, Lisa. Die Frau ist gerade Witwe geworden, da benimmt man sich schon ein bisschen eigenartig. Na gut, ich gebe mir noch eine Chance, aber nur eine. Vater! Endlich, der Schatz der Nibelungen ist geborgen. Ja, was für ein hübscher Ballon. Nicht? Und sogar einer mit der roten Nase. Putzt du jetzt neuerdings Ingelores Schmuck? Willst dir nicht gleich die Füße massieren? Das hab ich schon, als sie vom Joggen kam. Ich hab ihre Turnschuhe kaum ausgekriegt. Sowas von geschwollen. Sag mal, Opa, du hast sie doch nicht mehr alle. Du kannst dich doch nicht allen Ernstes von diesem Weibsstück zu ihrem persönlichen Laufburschen machen lassen. Laufen tut sie doch selber. Leider. Mist, nix auf dem Band. Hat Coco denn vielleicht angerufen? Nein.
Stellt euch vor, Schulzitönes letzte Worte waren: Oh Gott, Ludwig. Ingelore wollte mir das erst gar nicht erzählen, damit sie mich nicht so quält. Aber jetzt fand sie doch, dass Ehrlichkeit wichtiger ist. So, jetzt reicht's. Hatte Schulze-Tönes nicht überhaupt einen Sohn? Hat sie mal was über den gesagt? Ach, das ist doch nur ihr Stiefsohn. Hast du denn mal mit dem gesprochen? Na, wann denn? Koko geht nicht dran. So, ich rufe jetzt mal diesen Sohn an. Mit dem würde ich mich zu gern über seine Stiefmutter unterhalten. Ach, ich bin ein Wrack, Lukas. Ich habe die letzten Nächte jeweils nur 3 Stunden geschlafen. Und auch das nur, weil ich Ingelores Piepser ausgeschaltet habe. Ach, mein Herz hält das nicht mehr lange durch. Ich habe auch schon so ein Ziehen im linken Arm. Ach, du hast vielleicht Sorgen. Was soll ich denn sagen? Meine beste Freundin ruft mich nicht mehr an. Ich kann nicht zum Tina Turner-Konzert, weil sich die verdammten Karten in Luft aufgelöst haben. Und außerdem hat sich ein Clown 3-mal an mir vergangen. Du hast recht. Dein Herz schlägt wirklich sehr unregelmäßig. Lisa, kannst du uns bitte mal sagen, warum du uns hier alle versammelt hast? Wo ich so viel anderes zu tun habe. An dem Bettjäckchen stricke ich mindestens 1 Woche. Sie friert ebenso leicht. Sie will sich pietätvoll wärmen. Ich hätte auch gerne heute Abend pietätvoll gekreischt und rote Rosen geworfen. Aber dank dieses Mannes hier. Was habe ich denn schon wieder getan? Ja, ja, ich bin das Böse. Gut, ich habe höchstwahrscheinlich die Karten verschlampt. Aber was zählt denn das gegen eine fast 40 Jahre währende Freundschaft? Unsere Freundschaft war eigentlich schon mit Wenke zu Ende. Ich habe dir nur noch meine letzte Chance gegeben. Schulze-Tönes hat mir keine Chance gegeben. Er ist einfach so mir nichts, dir nichts gestorben. Man hätte doch über alles reden können. Hallo? Jetzt rede ich. Also, ich habe euch hier versammelt, damit ihr endlich mal zur Vernunft kommt. Diese Ingelore ist nämlich... Lisa, ich unterbreche dich nur sehr ungern, aber ich muss noch mal bei dem Limousinenservice anrufen, weil Ingelores Wagen in der Werkstatt ist und sie heute Abend ja noch zu der Witwen-Selbsthilfegruppe muss. Ich habe das heute Mittag vergessen, ich war so müde. Zur Witwen-Selbsthilfegruppe mit einer Limousine. Ja, wieso? Es ist eine schwarze. Das wird Ingelore sein. Ich mach schon auf. Ich wäre auch gerne mit einer Limousine gefahren zu... Sag's nicht! Zu gerne zu... Guten Abend allerseits. Guten Abend. Ach, ihr Lieben, ihr seht erschöpft aus. Ich störe auch nur ganz kurz, aber Ludwig hat mir ein Glas Champagner vor meinem Witwen-Selbsthilfegruppentreffen versprochen. Ach, da ist er ja. Der wird mir die Kraft geben, vor die Gruppe zu treten und zu sagen, ich bin Ingelore Schulze-Tönes und ich bin Witwe. Ach, Wölf Clicquot. Jetzt hören Sie doch endlich auf mit Ihrem Schmierentheater. Kind, was ist dir? Herr Lenz, haben Sie schon mal an ein Internat gedacht? Eine feste Hand hilft auch in diesem Alter noch. Ich habe mit Ihrem Stiefsohn telefoniert. Was? Was hast du? Also... Der lügt doch genauso wie du! Ja, Moment mal! Also meine Tochter lügt nicht, nicht? Mein Vater, gut, nicht? Meine Freundin, ja, nicht? Aber nicht meine Tochter! Wann hab ich gelogen? Wann? Sag mir nur ein einziges Mal, wann ich gelogen haben soll! Du warst 6 und hast behauptet, Flipper würde in eurem Gartenteich schwimmen. Du warst 7 und hast mir erzählt, Pippi Langstrumpf wäre deine beste Freundin. Du warst 8 und wolltest mir weismachen, die Mutter Gottes sei dir erschienen und hätte befohlen, dass ich dir mein Taschengeld gebe. Du warst 9. Klappe! Schulze-Tönes ist im Bett gestorben, ja, haha, aber unter ihm war keine Matratze, jedenfalls nicht direkt. Dazwischen war... Ein Gummituch, warum auch nicht? Ja, Gummi ist richtig, aber zwischen Gummituch und Schulze-Tönes lag Tamara. Ist das nicht ein Frauenname? Er ist im Puff gestorben, auf einer Prostituierten. Und was waren seine letzten Worte? Ja, ja, ich weiß, oh Gott, Ludwig, wieso hat denn der im Puff an mich gedacht? Seine letzten Worte waren so ähnlich. Ganz genau lauteten sie allerdings. Oh Gott, ich komme! Ja, ja, ist wahr. Erst ist dieser alte Sack auf dieser Tamara gekommen und dann gegangen. Aber vorher hat er mich noch enterbt, obwohl ich ihm die besten 10 Monate meines Lebens geschenkt habe. Und wenn dieser alte Trottel hier sich dafür verantwortlich fühlt, dann nennt mir mal einen Grund, warum ich das nicht annehmen soll, hä?
Das Leben ist hart. Jeder muss sehen, wo er bleibt. So, und jetzt macht doch, was ihr wollt. Jetzt fahre ich mit der Limousine zum Tina Turner Konzert. Ich habe nämlich noch ganz zufällig 2 Karten gefunden. Vor ein paar Tagen. Gefunden eben. Zufällig. Coco! Schwitzkasten! Tina Forever! Nimm alles Spargeld! Die Sauerampfersuppe im Medici hat 39,50 Mark gekostet für Sauerampfer! Da sind sie! Dritte Reihe, Mitte, das sind unsere Karten! Wo haben Sie die gefunden? In der Vase natürlich, wo denn sonst? Sie können nicht jetzt loslassen! Das Konzert fängt in einer halben Stunde an! Und genau! Und das steht die Limousine, hier sind die Karten! Coco, worauf warten wir noch? Coco! Coco! So gehen? Ach, ich guck doch sowieso keinen an. Wir gucken doch alle nur auf Tinas Beine. Oh ja, die Beine, solche Beine. She's simply the best. She's better than all the rest. Und was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Abend? Frauen geben nie freiwillig zu, wenn sie schuld sind. Hänger. Mein linker Arm ist schon ganz sterberig. Reiniger, Bazillenträger, nein. Depp, Ausbeuter, Griesgram, Menden. Jetzt bin ich da. Schädigt man nicht, aber es könnte nicht immer.